Oh, der hat aber Kraft, du, von wegen, die ziehen nicht durch. Mein erster Zander. Super. Und geil oder geil? Der erste Zander, Leute, nach dem fünften Wurf. Mahlzeit, Leute, hier ist wieder der David von Fischers Gold und heute wollen wir mal an der Elbe angeln. An der Elbe zum ersten Mal eigentlich so richtig Spinnfischen auf Zander. Genau. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung vom Zanderangeln. Ich habe das letzte Mal, keine Ahnung, vor Jahren einmal auf Zander geangelt bis jetzt. Das war im Winter bei 0 Grad mit eingefrorenen Rutenringen. Da habe ich natürlich nichts gefangen und seitdem war ich eigentlich nie wieder auf Zander. Aber heute wollen wir es mal probieren. Heute probieren wir es mal an der Elbe. Genau. Wir haben ein paar Gummis mit für Zander und ja, falls es da nichts gibt, falls das nicht läuft, habe ich immer noch was für Rapfen mit. Wenn es nachher dunkel wird, versuchen wir nochmal mit Zanderwobbler. Ja, also sozusagen die Folge planlos auf Zander geht jetzt los. Ja, so richtig vorbereitet auf Zander sind wir nicht, deswegen nehmen wir heute einfach unser ganz normales Spin-Equipment mit. Bei mir ist das heute wieder die Nanoflex G2 Spinnrute und die Komoran Panacore in der 4000er Größe. Beim Jens ist es die Ballistic X Spinnrute von Daiwa und die Komoran Ikur Rolle in der 2000er Größe. Das gesamte Tackle von heute sowie auch den Erfolgsköder, der uns den Zander eingebracht hat, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ein Zanderlein. Ja. Oh, je, je, je. Oh, der hat aber Kraft, du, von wegen, die ziehen nicht durch. Mein erster Zander. Vor allen Dingen, wie viel Würfe hast du jetzt gemacht? Fünf Würfe oder so? Fünf Würfe, ja. Ein herrlicher Zander, der ist auch maßig. Toll. Hier, Leute, ich habe eingepullert. Yeah! Ist nicht mein Zander, ist deiner, aber du kannst ihn ja gleich mal messen. Super. Und geil oder geil? Der erste Zander, Leute, nach dem fünften Wurf. Nicht schlecht. Verdammt geil. Ah, da war der nächste Schwanz ab. So, kurzes Zwischenfazit. Ein Schwanz abgerissen noch. Sonst eigentlich nicht viel Kontakt, oder? Und noch drei Gummifische verloren. Und noch ein paar Gummifische verloren. Inklusive Vorfach. Aber wir haben noch ein bisschen was. Jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt hat es ab und zu mal ein bisschen geraubt. Ja, mal ein paar kleine
Trutfische abgehauen auf der Wasseroberfläche. Jetzt haben wir es mal auf Rapfen probiert mit Oberflächenködern. Ja, hat aber jetzt auch nicht viel gebracht. Ja, jetzt nehmen wir noch ein, zwei Buhnen, nehmen wir uns noch vor, würde ich sagen. Bis es dunkel ist und dann gehen wir mit Wobbler los. Genau, dann wobbeln wir noch mal hier die Ränder ab im Flachwasser, gucken mal, ob die Zander dann noch Lust haben. Ja, und dann sehen wir weiter. Genau. Dünns. Genau. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Also die Mücken fressen uns jetzt total auf. Wir gehen jetzt zum Auto und ziehen uns erstmal was an, weil wir sind jetzt schon so zerstochen, dass es nicht auszuhalten. So Leute, es ist dunkel. Und wir haben jetzt hier fleißig die Ufer noch abgewobbelt mit schön langsamen Zanderwobblern. Aber bis jetzt ist nichts eingestiegen. Ich denke mal, halbe Stunde oder so machen wir noch, oder? Ja. Wobbeln wir noch ein bisschen die Ränder ab und ansonsten, ja, war es das erstmal für heute. Wenn noch was kommt, dann seht ihr das im Video. Genau, einen Zander haben wir ja, das war ja ein schönes Tierchen. Ja. Gleich ganz am Anfang bei den ersten Würfen. Ja, muss reichen für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.